Hallo zusammen. Die einen haben mich gefragt betreffend Auszugskühlschrank oder Schubladenkühlschrank, was ich denn davon halte. Es gibt Vitrifrigo, das ist ein Vitrifrigo, den DW100. Wenn ich hier den Auszug rausziehe, muss ich dann, wenn ich das jetzt drehe, muss ich den schon richtig anschrauben, dass er nicht ganz rausfällt. Ich habe hier einen Chromstahlauszug und jetzt kommt das Argument, ja, beim Auszug bleibt die Kälte drin. Vergesst das. Ihr zieht den ganzen Inhalt raus. Ihr habt hier eine Chromstahlwanne, ihr habt hier Lüftungsschlitze und das Teil steht im Prinzip dann draußen und gibt die ganze Kälte ab. Also das heißt, so ideal oder das Argument, dass dann die Ware von oben kommt, ist an sich keines. Dann gibt es den Schrank in der doppelten Ausführung. Unten mit dem Tiefkühler, oben mit dem Kühler. Also meine Erfahrung ist, dass der Tiefkühler zu schwach ist, weil für mich ist Tiefkühlung minus 18 Grad. Für das ist die Kühlmaschine, die oben drauf ist, zu schwach. Und Punkt. Minus 18 Grad werde ich Mühe haben im Tiefkühler und es bleibt eine Stromschleuder. Eine Alternative ist, dass ich zum Beispiel drunter einen separaten Tiefkühler setze, ein GS30, da muss ich auch nicht immer dran, da gehe ich vielleicht einmal in der Woche dran, aber einmal im Tag dran. Also von dem her, das Kombigerät Kühlung, Tiefkühlung, bin ich nicht überzeugt. Oder ich habe eine Garage oder einen anderen Ort, wo ich dann eine Tiefkühlbox reinstellen kann. Und dann geht es darum, wenn ich ja Offroad gehe, auf Weltreise, dann brauche ich so einen großen Kühlschrank. Wenn ich separat eine Tiefkühlbox habe, habe ich erstens eine separate Kühlmaschine, ich habe einen separaten Kältekreislauf, also ein unabhängiges Gerät, was, wenn ich einen Ausfall habe auf dem einen oder anderen, kühlt noch das andere. Wenn ich nur ein Gerät habe mit einer Kühlmaschine drin, ja, wenn da was kaputt ist, oder ein Leck ist, oder die Steuerung ist kaputt, oder der Kondensator, dann ist alles tot. Es gibt noch den kleineren, den DW70, der ist aber breiter. Und interessant hier an diesem Kühlschrank, das Maß wird angegeben mit einem Meter eine Breite von 53,5. Wenn ich aber hier das Profil wegnehme, dann habe ich effektiv eine Breite vom Gehäuse von 52,5. Das heißt, er hat die gleichen Abmessungen wie ein Absorberkühlschrank. Und der GS30, verlinke ich euch natürlich am Ende, der genau gleich breit ist. Der GS30 hat aber nur eine Tiefe von 50, also ich kann dann die Kühlmaschine, die hier lose ist und beim GS30 los ist, separat irgendwo hinstellen. Wir schauen uns das Gerät aus dem Deck, aus der Nähe an, also hier oben die Kühlmaschine, die könnt ihr effektiv wegsetzen. Ja, wir sehen hier drin ist der Verdampfer ist relativ klein. Wir haben die Auszüge, die hier hängen und hier ist ein Korb drin, den kann ich dann hin und her schieben. Das ist das alte Modell hier mit diesem Griff. Neu habe ich eine versenkte Wanne und eine Türverriegelung. Als Standardkompressor ist hier drauf der BD35F, also für 100 Liter Volumen ist das ausreichend. Dann weiter habe ich hier einen Ablauf,
Also von der Tropfschale habe ich hier einen Schlauch, wo der Kühlschrank entwässert wird. Wir sehen diese Tropfschale auch da hinten. In der Mitte geht der Schlauch raus, was der Kühlschrank entwässert. Eben dieser Rahmen hier, der ist nur aufgeschraubt. Ich kann den also demontieren und so habe ich von hier bis hier rüber eine Breite von 525. Ja, das ist eben der DW100. Das ist meine Einstellung dazu. Mehr Informationen, fragt mich unten in den Kommentaren, was ihr wissen möchtet über diesen Kühlschrank. Wir haben die teilweise im Lager, teilweise nicht. Da müssen wir bestellen, das ist kein Thema. Hier oben mache ich euch einen Link, zum Beispiel über den GS30, der genau gleich breit ist, den man unten hinsetzen kann. Und hier mache ich euch einen Link zu einer Kühlbox, die dann man irgendwo, oder eine Tiefkühlbox, die man irgendwo in einen Stauraum einsetzen kann und somit bleibe ich flexibel. Ich wünsche euch einen schönen Tag.